Höhepunkt des Besuches ist ein Gottesdienst in der Kathedrale von Reims. Alle Einzelheiten hat der geschichtsbewusste General selbst festgelegt. Das Gotteshaus wurde im Krieg immer wieder von deutscher Artillerie beschossen und stark beschädigt. Und hier findet jetzt mit Adenauer und de Gaulle ein feierliches Hochamt statt. Eine Versöhnungsmesse. Gerade so, als wolle man Gott zum Zeugen dieser Versöhnung machen. Diese Aussöhnung ist sein Lebenstraum. Er will deshalb eine enge politische Zusammenarbeit mit Frankreich. Er will kulturellen Austausch, will die Begegnung und Freundschaft von Jugendlichen. Im Bundestag nimmt Adenauer noch einmal leidenschaftlich Stellung, auch wenn er damit die Präambel nicht mehr verhindern kann. Sie wissen auch, meine Damen und Herren, dass ohne die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland Europa nicht bestehen kann. Nur dann, wenn dieser Vertrag getragen wird von der großen Menge des ganzen deutschen Volkes, nur dann können wir erwarten, dass dieser Vertrag die Wirkungen haben wird, die wir von ihm erhoffen und die in eine weite, weite Zukunft hineinreichen soll. Für Adenauer ist es ein Pakt mit der Zukunft. Er ist überzeugt, dass spätere Staatschefs diesen Vertrag mit Leben und Inhalt füllen werden. De Gaulle findet genau den richtigen Ton. Sogar auf Deutsch. Wenn Sie alle so um mich herum versammeln sehen, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Und da kommt der Mann, der uns da verteufelt hat, da von drüben von London aus die ganze Zeit. Der kommt und sagt das. Und er meint es sogar. Es lebe Deutschland! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft! Ein Jahrzehnt nach der Unterzeichnung, Mitte der 70er Jahre, erkennen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Staatspräsident Giscard d'Estaing die Bedeutung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages. Und sie beschließen, ihn wirklich mit Leben zu erfüllen. Wenn man den Vertrag liest, und wir haben das mehrmals getan, Helmut und ich, dann ist es ein hervorragender Vertrag. Er ist zukunftsweisend, denn er sieht eine enge Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich vor. Die Modalitäten dafür wurden verankert. Beispielsweise wird vorgesehen, dass beide Staatschefs sich mindestens zweimal im Jahr treffen. Wir haben uns häufiger gesehen als zweimal im Jahr. Wir haben uns am laufenden Bande gesehen. Es war eine enge persönliche Zusammenarbeit, die ging über den Vertrag noch hinaus. Bei Schmidt und Giscard hat es gut geklappt. Zwischen Kohl und Mitterrand gab es diesen sehr ergreifenden Moment in Verdun. Sie tun alles dafür, dass es funktioniert und suchen nach einer starken Symbolik. Die hasserfüllte deutsch-französische Geschichte und ihre Überwindung. Das ist immer wieder eine neue Inspirationsquelle. Helmut Kohl und François Mitterrand, Hand in Hand über den Gräbern von Verdun. Jenem Ort, an dem sich Deutsche und Franzosen so erbittert bekämpften.
Und auch alle weiteren deutsch-französischen Politikerpaare haben versucht, zumindest symbolisch, an den Geist und die Haltung anzuknüpfen, die Konrad Adenauer und Charles de Gaulle vor einem halben Jahrhundert beseelten. Sehr geehrter Herr Präsident der Republik, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde der deutsch-französischen Freundschaft und ganz besonders liebe junge Freunde. Ein schöner Anlass, der uns heute in schwieriger Zeit zusammenführt. Meine Ouvertüre an diesem Abend sollen Worte einer deutschen Pariserin sein. Die Schauspielerin Hanna Schigulla war 19, als sie das erste Mal nach Frankreich fuhr. Es war das Jahr 1963. Der französische Präsident Charles de Gaulle und der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer hatten gerade den Élysée-Vertrag unterzeichnet. Da geht ein Zittern durch die Menschen diesseits und jenseits des Rheins, schreibt Hanna Schigulla. Die Deutschen jubeln befreit auf, als de Gaulle, Chef des Widerstands gegen Nazi-Deutschland, in deutscher Sprache dem Volk der Deutschen, das in Schutt und Asche und Schimpf und Schande verlorene Bild der großen Nation zurückgibt. In Frankreich hingegen, so Schigulla weiter, da reagierten nicht wenige mit Abwehr. Sie hatten noch das Getrampel der Wehrmachtsstiefel auf den Champs-Élysées hinten im Ohr. Und mir, der 19-Jährigen, war in meiner Allergie gegen große Töne damals nicht wirklich zum Bewusstsein gekommen, was der übergroße de Gaulle mit dem komischen Pathos in der Stimme wirklich Großes vollbrachte. Soweit Hanna Schigulla. Jetzt aber zurück zum heutigen Abend. Zurück zur Musik, die uns Europäern ja so oft Inspiration und Hoffnung gegeben hat, wenn draußen im politischen Raum kaum noch ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen war. Heute soll sie ganz besonders Ihnen, meine Damen und Herren, ans Herz gehen. Ihnen, die Sie die Sache der deutsch-französischen Freundschaft mit Herz und Verstand begleiten, mit Ihrer Kraft, mit Visionen, mit Geduld und Arbeit. Ihnen, den aktiven Bürgerinnen und Bürgern und Ihnen, den aktiven Politikerinnen und Politikern, mag diese Musik heute Dank, Freude und Hoffnung schenken. Und eins, Herr Präsident, Herr Premierminister, liebe Mitglieder der Assemblée Nationale und des Senats, eins dürfen Sie als Gewissheit mit nach Paris nehmen. Ja, wir Deutsche wollen Europa. Aber eins ist dabei sicher. Wir wollen es immer und nur in tiefer und fester Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich.